Jetzt sag mir aber nicht, ich komme da nicht mehr hin. Also ich komme von da aus dann nicht mehr zurück oder so, weil das wäre richtig böse. Das sind halt immer 10.000 Seelenpunkte, das ist ein Level. Boah, das würde mich ja jetzt ankotzen. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt echt Angst, dass wir von da aus nicht mehr zurückkommen, weil ich bin einfach runtergeplumpst da vielleicht. Da irgendwie muss es ja gehen, das wäre super fies. Weil mit dem Hinweis, Achtung, famose Rüstung. Das wäre richtig gemein. Keine Ahnung. Ich hab grad ein bisschen Angst um meine Seelenpunkte. So, hier war der Baum gewesen, ne? Ich glaube. Ja, genau. Pass auf, famose Rüstung. Sich noch gerade überlegen, wie hier diesen Weg waren wir schon drauf, ne? Ja, ich glaube schon. Schauen wir mal. Wenn ich jetzt sterbe, gut, dann. Ich bereite mich immer drauf vor. Weil, wenn ich mich jetzt darauf vorbereite, dass ich jetzt sterbe, dann ärgert es mich nicht so sehr. Oh, ganz ruhig, ganz ruhig. Wo sind denn mal hier, wo sind denn meine Seelenpunkte hin? Bestimmt jetzt hier irgendwo am Arsch der Welt. Hä? Ja, die müssen ja dann auf der anderen Seite sein. Die können ja hier nirgendwo sein. Dann gehen wir erstmal weiter. Ich schätze mal, dass wir einfach ein Stück zurück müssen, wo wir eben waren. Hier werden die schon irgendwo sein. Ah, da sind sie. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier zurückkomme irgendwie. So, das hört man. Oh, Alter, ich dachte, ist schon die falsche Wiederholung. Hier wahrscheinlich auch. Mal ganz ruhig, noch sind wir nicht durch. Ich muss jetzt hier den rechten Ast nehmen, ne? Ja. Hier ist irgendwie auch ein Vieh, guck mal. Ah ne, hier sind Hunde. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Schatten, wahrscheinlich ein Bug oder so, schätze ich mal. Alter. So, okay, 11.000 Seelenpunkte haben wir jetzt also wieder. Weil sie 10.000 oder so, und das haben wir davor gesammelt hatten. Gehen wir nach oben, würde ich sagen. Es ist aber schwieriger zurückzukommen als dahin zu kommen, weil das, die Anfangsstelle ist richtig gemein. Das muss man ganz ehrlich so sagen. So, ich bin jetzt echt gespannt. Ich freue mich auch wirklich drauf, da mal den Helm und das Graswappenschild mal zu upgraden und vielleicht auch das Schwert mal gucken. Und dann muss ich mir irgendwie mal schauen, dass man mal vielleicht auch den Schrein findet. Ich habe aber noch keine Vorstellung, wie, wo, was und so weiter. So weiter hoch geht's hier nicht, oder wie? Schlüssel. Ja gut, den haben wir ja schon geholt. Na dann. Gehen wir hier weiter. Hier ist eine Tür. Nein, doch nicht. Naja, wieso machen die denn da Holzbretter? Da warst du na gut, damit das hier alles hält. Alles klar. Schwächer Abgrund. Achtung, vor dir Hinterteil. Oh, okay, ich muss den von hinten treffen. Das sah schon mal ganz gut aus. Jetzt muss ich leider wieder ein bisschen warten.
Also einzeln, wenn man überlegt, was ich am Anfang für Probleme gegen die hatte, mittlerweile einfach nur rumlaufen und dann von hinten schlagen. Mehr ist das ja nicht. Sah jetzt ganz gut aus, fand ich. Versuch's mit Einzelkampf. Ja, also einzeln, ja, ist klar. Zwei ist scheiße. Scheiße, das war auch nicht gut. Okay, ganz ruhig. Komm, 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 komm. Ja, zwei sind schon ugly, kann man sagen, was man will. Okay, das aus euch mal gut. Weg, weg, weg. Ja. Jetzt kann ich. Einer ist down. Okay, den kann man jetzt auch so machen. Das war gar nicht so schlecht mal gewesen, finde ich. Cool. Das sah ja fast schon gekonnt aus ein bisschen, oder? Ja, vielleicht war es so ein bisschen glücklich, aber... Gerade mit der Kombination jetzt noch die Feuerbälle auch mal zu benutzen gegen die zwei. Bei Einzelkampf, ja, da habe ich den. Die haben halt eine ziemlich hohe Range, eine hoch, ziemlich hohe Akku-Range, die Viecher. Okay, weiter. Achtung, vor dir, Dickmanns. Also kommt ja noch einer sozusagen. Achtung vor dir, zäher Feind. Kommt jetzt was Dickeres als ein Dickwanst, also als die von Leben. Versuch's mit Pyromantie. Wie viel haben wir noch? Vier Bälle. Drachental. Boah, das sieht ja richtig gut aus hier. Also endlich wieder draußen, Leute. Yeah! Cool. Freut mich. So, hier geht's nicht weiter. Da müssen wir über die Brücke. Ich will es aber eigentlich, wann wir es Brücke nennen. Das könnte halt eine Brücke sein, die ich bei Bridge Project gebaut habe. Ja, aber die sieht stabiler aus als die, die ich gebaut habe. Aber hier geht's noch weiter lang. Dann looten wir den erstmal da. Ah, sie ist breiter als der Ast. Seelesoldat. Die Tür, kriegen wir die auf? Können wir schon mal testen. Sehr gut. Bevor ich jetzt hier reingehe, würde ich aber gerne nochmal die Schlucht hier nochmal ablaufen. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Hier müsste ich ja überall langkommen. Boah, jetzt sterben wir natürlich assi, aber... Schauen wir mal. Okay, hier geht's nicht weiter. Unten. Ja, es geht nach unten, aber tödlich. Na, wartet mal. Ah, der Weg ist übelst lang. Geht ja nur über die ganze Strecke. Gucken wir nochmal hier rüber. Bis hin. Okay, der endet auch hier, wie es aussieht, ne? Hm. Okay. Geht's echt ziemlich weit nach unten. Na dann, schauen wir mal, wo wir rauskommen. Ich hoffe ja, dass das Leuchtfeuer nicht mehr weit ist. Oh, jetzt geht's wieder nach unten, wollt ihr mich veräppeln? Nein. Ich höre was. Ruin von Neulondo. Ich höre was, aber ich sehe nichts. Boah, Alter, wo sind wir denn jetzt gelandet? Richtig übel aus, aber auch episch ein bisschen. Aber mal wieder solche Gegner, das ist ja ganz angenehm. Was bringt die denn? Lohnt sich das, die wegzuhauen? 24? Naja, wenn sie sich nicht wehren. Kann ich jetzt auch backsteppen? Lohnt sich wahrscheinlich nicht, ne?
Sieht richtig cool aus hier. Panzerbrecher. Okay. Müssen wir da mal schauen. Ich will jetzt erstmal zu einem Feuer, bevor ich jetzt irgendwas gucke. Alter, ich dachte, ich komme jetzt hier mal woanders hin, zum Schmied oder so. Irgendwann muss man da wieder hinkommen. Irgendwann muss man da ja wieder hinkommen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit töten, ich guck nur, weil hier ging auch noch eine Treppe woanders lang, nämlich hier hin. Dachte ich. Hier. Was steht denn hier? Pass auf. Schmied? Wirklich? Da ist einer drinne. Guckt mal. Sieht da nicht aus wie ein Schmied. Aber wir können reden. Well, this is unusual. You haven't lost your head. And more importantly, you're free. How on earth? Well, I shouldn't pry. I'm Rickett of Vinheim. I was once an established smith. Look at me now. Can you believe it? Das war's jetzt was. Hm? What is it? Have you? Oh no. Don't worry. I've no intention of escape. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow out there. Although, I must admit, I've not much to occupy myself. Ja, dann mach was für mich. Schmieden. How about this? I could forge your weapons, albeit with rather minimal tools. Okay. I'll show you what made me the best in Vinheim. Nice. Ausrüstung umwandeln, was kann man eigentlich hier machen? Brauche eine grüne Scherbe. Okay. Waffe verstärken. Das Problem ist, bei dem können wir wahrscheinlich, der ist ja wahrscheinlich, hat er nicht die Ausrüstung dafür, um das Dunkelritterschwert zu machen. Aber wir können auf jeden Fall den Helm und so vielleicht erhöhen. Da braucht man eine kleine Scherbe. Auf jeden Fall können wir mal reparieren, einen Gegenstand kaufen. Schwerer Seelenpfeil, Seelenpfeil. Beschleuniger des Zauberers. Okay. Der hat aber nicht viel. Scheiße. Bei dem kann ich ja nichts machen. Ich kann jetzt mein Zeug mal reparieren. Das sollte ich mal machen. Das kostet der Spaß. Ja, mach mal. Den Lärmbogen brauchen wir nicht reparieren. Rüstung. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Wenn wir jetzt schon mal dabei sind, machen wir gleich alles. Das war's schon, hä? Okay. Waffe verstärken. Wir brauchen Scherben und die können wir bei dem aber nicht kaufen. Scheiße. Und wenn die reden? There's nothing. We're both cursed. Undead. But what's there really to moan about? Wow. Vor allem ist das unten Wasser oder sind irgendwelche Viecher noch drin? Ich weiß es nicht. Ja gut, hier kann man nichts machen leider. Der Schmied hat einfach nicht das Zeug dazu. Damit meine ich jetzt Ausrüstung. dass wir da was machen können. Wir müssen zu dem anderen Schmied. Ey, aber so wie das Spiel aufgebaut ist, gibt es doch hier irgendwann wieder eine abgedrehte Abkürzung, wo wir dann da ankommen. Zumindest ist es meine Hoffnung. Schauen wir mal. Das sieht sich überhaupt nicht mehr an, hm? Leiche plündern. Wanderfluch, okay. Muss ich nochmal schauen. Oh, hier ist eine awesome breite Brücke. Und ich wette, wenn wir ins Wasser fallen, sterben wir. Okay. Oh, hier ist sogar mal ein bisschen breiter und sicherer. Ich guck trotzdem lieber ein bisschen auf den Boden, weil ich immer Angst habe, dass hier irgendwo ein Loch ist oder so. Okay, das ist ein Geist. Darf ich hier ins Wasser? Oh, das wollte ich nicht machen. Scheiße, ah, die machen nicht so viel Damage, wie es aussieht. Zwei, ne. Wie, ich kann die nicht treffen? Die... Au. Und Feuer? Sag mir bloß, ich brauchte jetzt so ein Seelenschwert oder so dafür. Ich weiß es nicht. Boah, das ist ja richtig übel. Ich probier's mal.
Ich mach keinen Damage an den. Hab ich irgendein Item, dass ich, Nein, nein. Ermöglicht zeitweilig Kampf gegen Geister. Ah, da haben wir es doch. Okay. Huch, ich wäre beinahe ins Wasser gerannt. So, so. So. Und jetzt. Probieren wir es nochmal. Ich kann doch hier ins Wasser, oder? Sterbe ich da jetzt? Nein. Okay, nehmen wir schnell. So, wie lange hält denn das jetzt? Ich sehe es leider nicht. Können die looten? Nein. Ich guck nochmal schnell. Wir müssen mal aufpassen, weil hier wird das Wasser wieder irgendwo tief, ja? Okay, jetzt nicht lang und hier wird's wassertief. Alles klar. Na dann. Wir müssen ja die Treppe hoch. Ich habe keine Ahnung, hier steht ja nirgendwo was, wie lange das hält. Ein Wanderfluch.